Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 183 am Mittwoch, den 31. Mai 2023. Es ist 23.59 Uhr und wir haben noch 13 Grad Außentemperatur. In Tönning, direkt an der Eider, stehe ich hier hinterm Deich und habe heute Nachmittag, heute Abend, meine liebe Freundin Karin und ihren Mann Hermann besucht. Eine wunderbare Freundschaft verbindet uns seit vielen, vielen Jahren. Diese Freundschaft begann tatsächlich dienstlich. Das heißt, als ich mit meiner Ausbildung zum Erzieher 2000 fertig war, habe ich meine erste Stelle in Friedrichstadt begonnen und da Karin als Kollegin kennengelernt. Im Laufe der Jahre wurde das eine Freundschaft, auch privater Natur. Und als ich dann nach 10 Jahren dort aufgehört habe, intensivierte sich diese Freundschaft, also die private Freundschaft, immer mehr. Und seither sehen wir uns sehr regelmäßig. Und natürlich gehört der Besuch auch, wenn ich in Nordfriesland bin, bei Karin und Hermann immer fest mit dazu. Es ist jetzt ja so, dass ich mehrere Wochen hier bin und deshalb werden wir uns dieses Mal auch öfter sehen. Also bestimmt noch einmal oder zweimal, bevor ich dann auf meine Sommertour gehe. Ja, ich bin sehr dankbar für diese Freundschaft, überhaupt für solche Freundschaften, aber insbesondere für diese Freundschaft, weil uns ja unter anderem auch die Reiseleidenschaft miteinander verbindet. Ich höre auch sehr gerne den beiden zu, wenn sie von ihren Reisengeschichten aus den 70er, 80er, 90er Jahren, ja eher 80er, 90er Jahren erzählen. Damals waren sie auch mit dem Dachzelt unterwegs und mit dem VW-Bus und die haben wirklich fast ganz Europa bereist mit ihren mobilen Fahrzeugen. Und ja, Hermann weiß auch heute noch, wo er vor 30 Jahren auf dem Campingplatz stand. Er weiß genau, wie dieser Campingplatz heißt. Und ja, da sind schon wahre Schätze für mich auch rausgesprungen quasi, wenn er mir irgendwelche Tipps gegeben hat. Da musst du unbedingt hin, das musst du dir angucken, weil gerade auch Länder wie Griechenland, Türkei und damals noch Jugoslawien haben sie alles bereist und wissen einfach unheimlich viel. Und ja, das ist ein Teil unserer Freundschaft. Aber es ist einfach auch, wir mögen uns wahnsinnig gern. Und auch wenn wir uns lange nicht sehen, wenn ich ja unterwegs bin, knüpfen wir immer wieder da an, wo wir aufgehört haben. Und es ist, als hätten wir uns gestern erst noch gesehen. Also eine sehr innige und schöne Freundschaft. Und da bin ich sehr dankbar drüber, dass ich die haben darf und dass die beiden bei mir im Leben einen Platz gefunden haben. Dir wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.